Wer sich schon einmal über schlechte Platzverhältnisse in der Bundesliga aufgeregt hat, sollte sich diese Bilder ganz genau ansehen. Wir sind in Brasilien, genauer gesagt im Stadion Jair Bittencourt in Itaperuna nahe Rio. Und das hier ist kein spaßiger Freizeitkick unter Freunden, das ist ein offizielles Spiel der Carioca Championship zwischen Itaperuna und Aperibense. Obwohl der halbe Platz teilweise knietief unter Wasser steht, wird gespielt und das für volle 90 Minuten. Aus Mangel an Ausweichterminen durfte der Schiedsrichter das Spiel nicht abbrechen. Kaum zu glauben, aber auf diesem Platz fiel sogar ein Tor, das 1:0 zum Sieg der Heimmannschaft nämlich. Darüber freuen konnte sie sich aber nicht. Alle Spieler klagten nach Abpfiff über Ausschlag und Juckreiz, verursacht durch das verdreckte Wasser.